Sind Sie eigentlich religiös? Ja. Wie äußert sich das? Gehen Sie in die Kirche? Ja, es ist, kommt darauf an, wenn sie leer ist. Ich kann ja nicht überall hin, weil da kommen sofort Leute. Man will ja auch ein bisschen privat sein, aber ich habe meine eigene Kirche direkt in Kitzbühel hinterm Haus. Das ist eine wunderbare Sache. Da bin ich gelegentlich, wenn die Heidi mit dabei ist. Ja. Ja, aber es geht ja alles nur noch mit dem Internet. Wer schreibt denn noch einen Brief heutzutage? Ja, benutzen Sie das Internet selber auch? Nee, ich lasse es benutzen. Ja. Wie ist Ihr Verhältnis zu Karl Rummenigge und Uli Hoeneß? Es ist gut, es ist freundschaftlich. Der Kalle, ja gut, der Kalle, er ist ein Vizepräsident. Der Uli Hoeneß hat auch eine Wurstfabrik. Er sagt nichts, aber auch schon alles. Gute Freunde, der FC Bayern München ist sowieso auf Jahre hinaus die beste Mannschaft der Welt. Persönlich sehen wir uns nicht. Was auffällt, ist, es scheint so eine Achse FC Bayern-Frankreich zu geben. Wenn wir an Willy Sagnol denken, an Ismael, ganz früher... Chapapapa. Ach so, Chapapapa. Wie erklären Sie sich, dass Afrikaner in Europa, in Vereinsmannschaften, doch Weltklasseleistung bringen, Drogba in Chelsea zum Beispiel, und sich mit den Nationalmannschaften schwer tun bei großen Turnieren? Ich weiß es nicht. Ich kann Ihnen nicht sagen. Der Afrikaner, er läuft barfuß. Wenn er nach Deutschland kommt oder wenn er in die Welt kommt als Gast, dann hat er Schuhe an. Aber warum fühlt er sich wohl? Ich glaube nicht, dass es mit Geld zu tun hat. War Ihnen ein Mensch wie Joschka Fischer politisch nahe? Er war ein Grüner, er war ein Außenminister. Er hat sich zuletzt nicht schlecht verkauft, gar keine Frage. Er war mal dick, dann war er mal dünn. Man weiß nicht, wie man das einzuschätzen hat. Ja gut, der Edmund Stoiber war kein Freund von ihm. Ja. Ein Trainer wie Thomas Doll, der noch gehalten wird, stand jetzt, wo wir hier sprechen. Hätte ein Trainer mit einer solchen Negativserie beim FC Bayern auch so eine Überlebenschance? Ja, es gibt einen vergleichbaren Fall mit dem Otto Rehhagel damals. Ja gut, wir waren Zweiter gewesen, da habe ich ihn also er war im Grunde nicht gut genug für den Verein. Ein Spieler wie Thomas Doll, ich wünsche ihm alles Gute. Es ist nicht die Frage, er ist ein netter Mann. Beim FC Bayern hätte er keine Chance. Das habe ich kürzlich in einem Interview mit Ihnen gelesen. Sie hätten noch Schweinshaxe gegessen zusammen mit Schwarzenbeck und Sepp Maier. Kurz vor dem Spiel, abends, war das so? Man hat sich nochmal runtergeschlichen und hat die Küche geplündert? Ja, wir hatten einfach Hunger. Es gab ja nichts. Es war die Zeit, in der ich nur von Suppe gelebt habe. Das war mein Vertrag mit Knorr damals. Das kannst du dir heute gar nicht mehr vorstellen. Wo Sie gerade... Wir kommen auf den Werbekaiser gleich zu sprechen. Die Knorr-Werbung, die natürlich jedes Kind noch im Ohr hat, das haben Sie alles von A bis Z selber gemacht? Sie sind ja kein Schauspieler, also auch selber gesprochen? Warum fragst du das jetzt? Nein, ich meine, weil es gab, aber das mag Tratsch sein, und ich entschuldige mich für die Frage, aber die Nation spricht darüber, deswegen würde ich sie gerne stellen. Es gibt das Gerücht, dass Sie in diesem Suppenspot synchronisiert wurden. Ein Kollege von uns, der Max Schautzer, er hat dann später noch einmal drauf gesprochen, damit es ein bisschen geschmeidiger wird. Ich habe aber damals nichts verstanden. Es war eine spannende Zeit. Wir haben das ja bei uns zu Hause im Wohnzimmer gedreht. Ich weiß nicht, ob Sie das wussten. Haben wir bei uns zu Hause, haben wir das gedreht. Auf dem Wohnzimmertisch stand ein Teller Suppe. Und das hat stundenlang gedauert. Ich habe das 30, 40 Mal, habe ich diesen einen Satz gesagt. Wie war der nochmal genau? Schmeckt prima. Ja. Aber es war nicht gut genug, wie später hieß. Aber wo Sie das jetzt so sagen, wenn Sie vielleicht noch mal sagen, also das für mich ist, das kann es gar nicht glaubwürdiger sein. Schmeckt prima. Ja? Ja. Ja gut,
ich bin ein anderer, als ich damals war. Aber das muss man sich vorstellen, 30, 40 Mal eine Suppe auszulöffeln, dann war zwischendurch wieder was mit der Lampe nicht. Dann hat er gesagt, so bitte, dann habe ich den Löffel falsch gehalten, dann war die Suppe wieder kalt, muss wieder warm gemacht werden. Das war unbeschreiblich. Am Ende habe ich ja dann auch eine Knochenproblematik gehabt. Meine Mutter hat gesagt, ess nicht so viel Suppe, ist schlecht für die Knochen. Ist ja auch so. Deswegen haben wir abends dann nach dem Spiel die Schweinshaxen aus dem Kühlschrank vom, ich weiß gar nicht, wer war es, Helmut Schön, glaube ich, herausgenommen. Wenn man jetzt Ihre Werbeaktivitäten sich anschaut, dann, und korrigieren Sie mich bitte sofort, wenn dieser Eindruck täuscht, könnte man das Gefühl haben, Sie bewerben teilweise konkurrierende Unternehmen. Ich werbe grundsätzlich nur für das, was ich selbst auch brauche. Es muss eine Glaubwürdigkeit sein. Es kann nicht sein, dass ein FIFA, ein angehender, ein Präsident vom FC Bayern etwas bewirbt, wofür er nicht stehen kann. Ob es jetzt ein Strom ist mit einer gelben Farbe, ob es ein Baumarkt ist, ob es eine japanische Automarke ist, immer war alles zu dieser Zeit das, was für mich wichtig war. Deswegen, ich habe damals auch zu meiner Mutter gesagt, wenn ich jetzt nicht so viel Suppe esse, dann kann ich später mal nicht für meinen Vater ein Geschenk machen. Das war eigentlich meine Intention damals schon, dass ich mal fürs Fernmeldeamt Werbung mache, um meinem Vater was zurückzugeben. Er war ja, wie gesagt, bei der Post, so war ich jetzt später wieder beim Telefonunternehmen, ob es jetzt die Telekom ist oder ob es O2 ist, mit der Veronika Ferres zusammen. Sie ist Krimi-Preisträgerin, da kann man sich schon hinstellen und das einmal machen. Ich habe Sie kürzlich gesehen, im Sommer live Hansi Hinterseher. Da saßen Sie mit Ihrer Frau Heidi und ich hatte das Gefühl, Sie selber fremdeln ein bisschen, aber Ihre Frau hat Sie so untergehakt und haben Sie geschunkelt. Ja, die Heidi ist, ja, ist was das angeht, etwas beschwingter. Ich bin ja froh, dass ich im Laufe meines Lebens vier Frauen, vier wichtige Frauen, mal von den anderen ganz abgesehen habe, die unterschiedlicher nicht sein können und in der jeweiligen Zeit für mich das Beste waren, ob es jetzt die Brigitte war, ob sie die Anna Sandmann war, mit der war ich nicht verheiratet, ob sie Sibylle war oder jetzt die Heidi. Alles sehr unterschiedliche Frauen, auch wie sie ausschauen. Jeder hat was anderes gemacht. Ob da noch einmal in einer anderen Zeit etwas anderes kommt, man weiß es nicht. Das lasse ich auf mich zukommen. Ihre frühere Frau Sibylle ist dann, das ist nun ein öffentliches Geheimnis, Franz Beckenbauer ist sehr, sehr großzügig, auch finanziell zu den ehemaligen Frauen. Aber Ihre ehemalige Frau Sibylle ist dann runtergezogen in den Ort und Sie oben blieben in Ihrem zugegebenermaßen wunderbaren Bauernhof. Die Frage stand nie, dass Sibylle im Hof bleibt und Sie ziehen weg, weil Sie ja eh so viel unterwegs sind. Ja, das kann man nicht machen. Das würde ich mir nicht zumuten wollen. Frauen können Männer am besten halten, wenn sie sie loslassen. Ein Mann braucht seine Freiheit. Man kann nicht immer zu Hause im Herrgottswinkel sitzen. Ich mache das jetzt jeden Abend, aber ich bin ja nie zu Hause. Wenn ich noch einmal von vorne anfangen könnte, würde ich gleich beim FC Bayern Präsident sein.